So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Seleukiden. So, ja. Habe ich anfangs letzter Folge nicht gesagt, so ja, jetzt können wir endlich wieder agieren und nicht nur reagieren. Gut. Also, hier ist auf jeden Fall wieder eine Fürstek-Armee. Die schnappe ich mir dann mit meiner Armee. Ja, da könnte ich mal. Warte mal. Eine Fernkampfer. Habe ich viele Meter. Habe ich eigentlich Akima und Azrat. Dann könnte ich mir mal eine Meter. Eine Meter-Kavallerie holen. So. Gut, also Pergamon muss jetzt Salamis einnehmen, weil hier oben wurde er verdrängt. Alter. Wie hat Athen das geschafft? Puh. Ja, ich hoffe, die schaffen das. Okay. Also Plan. Der Plan ist jetzt, die da auszuschalten. Dann. Ja, keine Ahnung. Wir könnten. Ich drücke automatisch immer Escape. Wir könnten vielleicht dann auch Ägypten anschauen. Sprecht euren Teil wie ein zivilisierter Mann. So, quasi jetzt zuerst Nabatea. Oder ganz ehrlich, wir könnten hier das holen, so dass wir bräuchten wieder die Provinz. Das ist hier so eine, also dass wir hier rumgehen, vielleicht wieder Edessa, aber hier oben ist so undurchsichtig, da können ständig Armeen kommen, ist so ein Schmarrn. Aber Dura bräuchte halt dann wirklich eine Armee, die hier stationiert ist und dann immer hier und hier agieren kann. Vielleicht wirklich eine Armee, die hier ist. Und dann hier zack, 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 zack. Ja. Vielleicht dann eine Armee, die sehr hohe Reichweite hat. Tyros ist natürlich auch so, da muss ich eigentlich Jerusalem wirklich einnehmen. Aber zuerst Dura, dann haben wir wieder eine Provinz und dann, denke ich mal, geht's auch wieder ein bisschen bergauf. Wir können jetzt auch Steuerklasse noch ein bisschen höher machen, weil momentan haben wir positiv, was sehr, sehr schön ist. Jeder, ja, können wir mal schauen, ob wir nächste Runde angreifen. Genau, Eigenschaft, Autorität, Streitwagen und das und okay, sehr schön. Ja, let's go. Ja, okay, die nächste Armee. Das ist schön, dass sie zurückgeht. Oh, Fug. Ah, Pergamon ist tot. Pergamon ist gefallen. Igitt, 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 igitt. Das ist nicht gut. Ja. Wenn wir es annehmen, ist es schlecht. Wenn wir verweigern, ist es schlecht. Ja. Kriegsziel aufgehoben. Aufgrund jüngster Ereignisse ist euer Ziel nicht mehr verfügbar. Fraktion Pergamon vernichtet.
Königliche Sküten wurden. Oh, die Sküten wurden auch vernichtet. Haben versucht, euer Agenten dazu zu bringen. Zu euren Diensten. Okay. Kann ich den irgendwie. Das ist jetzt schlecht. Steuern, Sklaven, kulturelle Unterschiede. Ja, okay, dann. Alter, der hat schon Rüstungsstufe 3. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich dann schwierig. Salamis ist halt ja jetzt nicht mehr verteidigt. Er rekrutiert jetzt hier fleißig. Okay, mal schauen, wie viel der dann verliert. Okay. Da können wir noch mal das da holen. Und noch mal Agema geht nicht mehr. Oder zweimal. Warte mal, Nahkampfabwehr. Da ist die Astrad besser. Die das wäre eigentlich so eine Sturm. Also, ja. Weil wir brauchen ein paar Verteidiger. Ach, da kann ich mir auch nur eins leisten. Alles blöd, alles blöd. So. Okay. Verdiene ich nächste Runde ein bisschen mehr. Ja, den anzugreifen macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Okay, nächste Runde gehe ich nach Dura, beziehungsweise ich schau mal, was der Pater hier macht. Partien und Pater war. Schon wieder so reagieren. Ich habe halt nur zwei Armeen. Also zwei wirkliche Armeen. Okay, der will, glaube ich, Richtung meiner Wenigkeit. Das mit Pergamon ist jetzt richtig schlecht. Tyros ist natürlich auch ein schönes Ziel für ihn. Guter Mann. Okay, die gehen jetzt da weg. Das ist ganz gut. Da kommt der nächste. Okay. Umsturz. Okay, Schwächung der Garnison ist nicht gut. Würde da. Einschüchterung da. Okay. So. Stehlen Chance ist. Ja, 72. Dann stehle ich mal von ihm. Hat nicht geklappt. Wurde mir in den Stock gehauen. So. Okay, wenn der angreift. Da
habe ich keine Kavallerie drin. Und die da macht alles nieder. Da weiß ich halt nicht, was drin ist. Aber der hat jetzt die... ja, die, die Pergamon-Armee eigentlich relativ gut vernichtet. Okay, hier habe ich drei fast vollständige Pikiniere. Was richtig, richtig gut ist. Das ist richtig gut. Die Frage ist, was der als nächstes macht. Ich könnte hier jetzt nochmal Kavallerie holen. Vielleicht einfach leichte. Die dann gegen die Fernkampfkavallerie kämpft. Und die da geht jetzt wieder hierhin zurück. Okay. Und die da kann hier nicht weg. Wegen denen. Und die kann ich auch nicht angreifen, weil der hat zu viele. Der hat zu viele Pikiniere. Also mindestens zwei. Und hier Leinpanzer-Schwertkämpfer sind auch extrem gut. Ja, das wird schwer. Okay, warte, kann ich da nicht irgendwie bestechen? Naja, aber wenigstens Rang erhöht, okay. Aber schade, denn ich kann trotzdem nicht sehen, was er jetzt, was der jetzt hat. Okay. Dann mache ich hier den mal zum Ausbilder und tue ihn dann in die 501. rein. Sieben, acht Forschung mehr. Okay, ich spare jetzt. Ich hoffe, Palmyra wird jetzt nicht angegriffen. Doch. Nein, gut, er kommt nicht hin. Das ist gut. Okay, er geht wieder zurück. Das ist sehr gut. Salamis könnte ich jetzt eigentlich einnehmen. Der versucht es immer wieder, ne? Also, befreit Pontos hat Chimera. Schließt sich euren Feind an. Ist ja scheiße, sabotiert. Euer Feind hat eine militärische Information, das ist egal. Militärische Information ist sowas von wurscht. Okay. Der sieht richtig böse aus. Wie sieht hier die Garnison jetzt aus? 115 und 257. Also die da machen kein Problem, die da machen kein Problem. Aber die da... Chimera. Die mögen mich nicht. Seid willkommen. Möge Hermes eure... Welch ein Gedanke. Knossos. Kulturelle Abneigung. Nee. Minus 14, minus 10. Rhodos. Rom wird uns auch erst
Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und Geist. Das ist schon mal gut. Eure Worte erfreuen die Götter und mein Volk. Ihr seid in der Tat weise. Das ist schon mal gut. Im Namen des Volkes seid willkommen. Nicht mal nicht Angriffspakt, da wollen die auch nicht machen. Okay, also entweder jetzt hier Jerusalem oder Salamis. Ja, da ist hier gefangen. Da muss ich... entweder ich mach nochmal... Ja, komm. Wenn er gleich stirbt, ist ja eh Moral für alle Einheiten. Mache ich dann mal weg. Also nächste Runde wird er angreifen. Also das wird dann nicht reichen für neue Einheiten. Wenn ich jetzt hier hinkomme, dann geht er wieder zurück und der kommt wieder her. Das ist da muss ich. An sich müsste ich warten, bis der wirklich angreift. Aber Tyros ist ja so eine Stadt, die kann man echt nicht gut verteidigen, auch wenn man hier drei gute Pikiniere hat. Das wird nicht reichen. Oder wir machen Platztausch. Das könnten wir machen. Das können wir vielleicht machen. Okay. Neue Überlegung. Hier nochmal Stelle rein. Da kommt der thrakische Kavallerie dazu. Hier kommen... was habe ich momentan? Dreimal Piken. Hügelmänner, Mob. Okay. Wenn ich hier... kommen Kavallerie dazu. Hier kommen Hügelmänner. Nee, das ist zu teuer. Tyros. Bei Tyros würde es sich lohnen, würde ich mal behaupten. Weil die haben jetzt momentan Hügelmänner, Herberner, Pikiniere. Alles bis auf Kavallerie. Da könnte ich hier Bürgerkavallerie. Thrakische Kavallerie. Dann mache ich das da, oder? Minus Nahrung. Aber halt Kavallerie als Unterstützung. Das ist schon gut. Ja, komm. Muss sein, muss sein. So, nee, nicht Diplomatie, sondern nein, hier, das wollte ich eigentlich. Gut, die lebt immer noch, ist aber zu alt. Wobei den, ja, könnte ich trotzdem. Dann bekommen die jetzt zwar keine Kinder. Spitzzüngiger Ehemann. Eingebildete Ehefrau, ja. Okay, aber der bekommt dann einfach eine neue Frau, sobald die tot ist. Und dann passt das. Okay, gut. Dann glaube ich, war es das. Also ich kann nicht wirklich hier was machen. Doch. Den wollte ich ja hier reinschicken. Meine Spionin ist ja weg, genau. Naja. Okay. Oh nein, ich... Oh Gott. Ich wollte die Armeen austauschen. Okay, gut. Aber schauen wir mal, ob wir das schaffen. Also wie gesagt, die Fernkampfkavallerie ist das, was richtig wehtun kann. Da werde ich mal schauen, dass ich dann
Dann werde ich mal schauen. Ich baue mich wirklich hier auf und hoffe, dass die dann Infanterie zu euren Diensten, dass die dann wirklich auf die gehen, also die Fernkämpfer. Und nicht auf die Piken. Okay, die schnellen. Okay, die tue ich hier hin. Die Elefanten tue ich dahin, wobei. Ja, aber lieber hier hin, ein bisschen weiter weg. Die Streitwagen kommen. Hier hin. Okay, gut. Ich glaube, das passt soweit. Die da müssen wir versuchen, die. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei uns. Ja, ich auch. So. Sollt unseren Beitrag leisten. Kämpfe mit Ehre und alles für uns. Okay, die gehen mal hier raus. Das ist schlecht. Also Meda-Kavallerie rasiert die einfach weg. So, jetzt bitte fokussieren. Unser General wird angegriffen. Ja, mein General ist jetzt ja ein bisschen schutzlos da. Ja, wobei der kann ja schon jetzt hier hinfahren. Es sei denn, ihr wollt nicht. Dann seid ihr aber richtig dumm. So, sehr schön. Die sind echt zu dumm. Ja, die muss ich wegtun. So, hier runter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die sind. Also. Ja. Die muss man wirklich komplett. Komplett unter Beobachtung halten, weil sonst sind die einfach nur. Sind die einfach nur schlecht. Und bleiben die einfach stecken und machen nichts mehr. Okay, ich glaube, jetzt kann ich langsam die Elefanten holen. Streitwagen sind halt mega schlecht gegen. Gegen Kavallerie. Aber naja. Was bleibt ein anderes übrig, ne? So, hier rein. Du gehst hier rein. So. Er bleibt einfach ständig stehen, das ist echt nervig. Eure
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, hilf denen mal, hilf denen mal. Ja, mal schauen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatten. Ja, da ist auch eine Armee der Kavallerie drin. Gefallen. Na, General beziehungsweise ach, komm mal. Der hatte also Meda Kavallerie war so das Beste, was gegen die Kavallerie was laber ich denn da? Ist an sich ja richtig, richtig, richtig gut gegen Streitwagen. Schwere Burgenschütze! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber ich habe noch Elefanten, also vielleicht ist da noch was möglich. Davor. So, du bitte. Genau, schießen geht gar nicht mehr. Okay. Nochmal trampeln, bitte. Was sind das eigentlich? Steinschleuderer. Okay. Dafür brauche ich keine Elefanten. Das können die beiden machen. Also rein theoretisch, natürlich. Immer rein theoretisch gesehen. Müssen sich eigentlich zurückziehen. Ist zwar schmerzhaft, aber ist, glaube ich, wichtig, ja. Okay, jetzt fliegen die sowieso. Okay. Oh Mann. Oh, das war heftig. Aber ja. Jetzt habt ihr zum Beispiel auch mal gesehen, was gegen die Streitwagen gut ist. Also beziehungsweise die Streitwagen sind die Streitwagen, meine ich, nicht Wägen. Die Streitwagen sind extrem gut gegen leichte Ziele, gegen Ziele, die gerade in Bewegung sind. Und gegen Formationen sind sie überhaupt nicht gut. Da müssen die schon richtig Dampf haben, um erfolgreich zu sein. Eine unserer Einheiten. Und Kavallerie ist sehr gut gegen die Streitwagen. Ja. Ja, 253 haben die platt gemacht. Mit der Kavallerie ist halt auch nicht schlecht. Die sind halt auch nicht schlecht. So. Sind fast tot, ne? Tja, ich wollte ja die switchen. Oh.
Athene ist weg. Das ist jetzt gut. Dann werde ich Salamis einnehmen. Oder auch nicht. Ah, Mann. Die Verteidiger bekommen 9. Hier den da. Auch wieder der Streitwagen. Sabotiert Angelegenheiten, militärisches an, ist egal. So, dann würde ich mal sagen, tauschen wir Platz. Auch wenn gerade Salamis echt sehr, sehr attraktiv ist. Aber ja. Also einmal das da, dann habe ich zwei Streitwagen. Arztrat habe ich 3, da würde ich gerne noch einen nehmen. Und das war's. Okay. Ja, Fernkämpfer habe ich genug da. So, wie sieht's hier aus? Kann ich dich entbehren? Eigentlich nicht, weil sonst greifen die an. Aber ich würde gerne Salamis holen. Ich würde gerne Salamis haben. Haushalt erweitert sich. Fraktion vernichtet. Dalmater. Okay. Na, ich glaube, ihr hungert nach keiner Schlacht. Warte mal. Schade. Was sonst könnte ich einen Hinterhalt machen. Klar, da sind sehr viele Einheiten gerade da, aber dann haben die, also im Hinterhalt, das ist immer ziemlich nice, weil dann haben die weniger Moral und wenn dann Elefanten kommen und dann trampeln, dann Schluss mit lustig. Okay, also diese Runde ist schon wieder 32 Minuten. Was ist los? Gut, danke fürs Zuschauen. Nächste Runde werden wir die da vertreiben. Salamis eventuell angreifen. Kommt drauf an, wie hier der Athena dazu steht und wie die Armee dazu steht. Mal schauen. Lichtbringer. Mal schauen, was die machen. Gut, dann haut rein. Viel Spaß und habt einen schönen Tag.